Willkommen zurück zu Pokémon Y. Es geht weiter mit der zweiten Arena, aber bevor wir hier reingehen, schauen wir uns auf jeden Fall, hier kann ich wieder skaten, noch an, was hier so rumliegt. Einmal X-Abwehr und auf der anderen Seite habe ich schon mitgenommen, X-Spezial. Man kann hier natürlich runterrutschen, hoch geht es anscheinend nicht mehr. Frage ist, vielleicht kommen wir später hoch mit einer TM, weiß ich nicht. Oh, hier nicht. So, jetzt hier hoch. Jetzt schaue ich mir aber mal das Fahrrad an. Nach unten. So. Oh, sehr, sehr flüssig. Mit dem Schiebepad kann man jetzt auch schön schräg nach vorne fahren. Also nicht nur links vorne, rechts. Wow. Achtung. Kann ich hier wieder hoch? Nein, kann ich nicht. Nun gut, Inline Skates sind mir lieber, aber sind langsamer, oder? Kann das sein? Kann das sein? Nicht Select. Ah, oh, Select. So gewohnt von früher. Ja, ich glaube, das Fahrrad ist schneller. Oder täuscht das? Weil da eben die Skate-Bewegung so langsam aussehen. Rutschen wir hier mal runter. Skaten wir runter. Oh, es schaut viel lässiger aus. Na gut, hier wollte ich gar nicht runter, aber passt schon. Ist eine Abkürzung. So, jetzt aber nun auf genug auf die Folter gespannt. Wir gehen jetzt. Oh, habe ich mich jetzt verlaufen? Verskatet? Ja, natürlich. Da unten war die Arena schon. Wir gehen jetzt in die Arena rein. Hier wollen wir lang. Also gut, mein Kleiner. Auf geht's. Mit der roten Tasche können wir doch gar nicht verlieren, oder? Ja. Boah. Das schaut gut aus. Wow. Was für eine Arena. Oh mein Gott. Die schaut ja richtig geil aus. Pokémon Arena von Reliver City. Ja, wie auch immer. Eine Boulderwand haben wir hier zu unserer Rechten. Muss ich da auch irgendwie was tun? Eigentlich wollte ich, dass du hier rumgibst. Ich will bouldern hier. Also, dann kletter mal rüber. Oh, das ist aber echt geil. Das gab's noch nie, oder? Eine Boulderwand. Oh, cool. Also nun, los geht's. Erster Kampf. Hier in dieser Arena. Och, verdammt, ich denke gerade auf, ich hätte noch heilen müssen im Pokémon Center. Also gut. Wir werden mit dem kämpfen, was wir haben. Schaut nach Gestein aus, hat er nicht gesagt. Hier sind Gesteins-Pokémons zu Hause. Schauen wir mal, zieht Kampf hier was ab? Und vorher kann ich mich eingraben wahrscheinlich. Ja, ist gut. Level 21, oh, Level 28 für Jungludon. Das ist wirklich fast zu hoch. Ich werde auf der nächsten Route, beziehungsweise auf den nächsten Routen und auch generell auf den Routen weniger leveln, weniger Trainer besiegen. Denn ich bin hier fast zu hoch schon. So. Natürlich alles Feuer-Pokémon. Also von dem her habe ich sowieso einen Nachteil vergessen. Was haben wir hier? Autonomie kenne ich nicht. Was ist das? Anwender trennt sich von überflüssigem Körperteil und steigert seine Initiative stark. Das sind Gewichten deutlich ab. Hört sich irgendwie lustig an. Was haben wir hier? Zornklinge. Hat 40. Gut, weg damit. Ah, so. So geht's. Vergessen. Werde ich vielleicht eh nicht mehr brauchen. Stärke 40 ist dann doch im späteren Spiel verlaufen. Ein bisschen zu schwach. Ein bisschen viel zu schwach, würde ich schon fast behaupten. Also, wechseln wollen wir. Ja, wechseln wir mal. Wechseln wir mal zu Glutexo. Schauen wir, was der kann hier. Kann der hier vielleicht irgendwas ausrichten? Ich weiß nicht. Mal sehen, Level 23. Schauen wir mal, wie Drachenwut funktioniert. One-Hit vielleicht? Oh, glaub ich, ja. Man hat's gesehen, wie langsam die HP runtergegangen sind. Der hat extrem viele HP gehabt. Na, gratuliere. Ja, Initiative, das ist jetzt schlecht. Bin ich jetzt Zweiter, dann ist Game Over. Oh, Gott sei Dank Erster. Aber ich glaube, der könnte es noch überleben mit einem KP. Ist er aber noch gut gegangen. Okay. Puh, das war knapp. Level 26. Alles noch in bester Ordnung. Aber Glutexo müsste ausgewechselt werden. Für den nächsten Arena-Kampf am besten jetzt nicht mehr einwechseln. Gehen wir weiter bouldern. Gehen wir nach unten. Mal sehen, was uns da unten wartet. Vielleicht ein Item in der Arena. Gibt's das? Hm, keine Ahnung. Schauen wir hier mal lang. Oh, ja, den Wasserfall. Oh, ist das geil. Man sieht hier auch...
Oh, denn... Oh nein, wirklich? Oh Mann. Links, rechts, kein Passant. Hm? Kann ich hier? Nein, nix. Das ist echt cool. Man sieht hier die Wasserteilchen in der Luft. Den feinen Staub quasi. Staub, nein, ich finde das Wort hier nicht. Aber ihr seht es auf jeden Fall. Sehr, sehr schön hier. Gut, anscheinend sind wir eine Runde um die ganze Arena hier gerannt. Also dann müssen wir uns nach oben bouldern. Anders geht's nicht runter. Und hier weiter. Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Ich gehe rechts mal ran. So. Jawohl, da sind wir näher am Wasserfall. Oh, scheint aber auch eine Sackgasse zu sein. Also, das war die falsche Entscheidung. Warte mal, warte mal. Hm. Wenn ich jetzt mal unser Teil hier... Nein, Fahrrad nicht. Okay, auch nicht. Also, Item gibt es hier nicht. Versteckt auch nichts. Das ist eine Sackgasse. Wollt ihr mich verarschen hier? Anscheinend. Und ich habe gleich mal die Niete gezogen. Aber diesmal geht es auf jeden Fall hier richtig weiter. Gut. Los, los, los. Auf keinen Fall runterspringen. So. Ich gehe mal hier unten lang. Mal sehen. Okay, wir werden erwischt. Können auch hier dann nicht mehr lang. Außer ich verlasse die Arena und komme nochmal neu rein. Das würde ich aber dann nur vor dem Arenaleiter machen. Oh ja, das hat es in der Höhle gegeben übrigens. In der vorigen Höhle. Ich weiß schon nicht mehr, wo der Forscher war, wie die geheißen hat. Das habe ich auf dem Rückweg getroffen, das Sonnenfell. Tja, ein Volltreffer. Na gut, das zieht dann nicht so viel ab. Zweimal getroffen. Die Hälfte war wieder down. Gar nicht so schlecht. Gar nicht verkehrt. So, was hätten wir noch? Was könnte ich ausprobieren? Schnabel? Flug? Das könnte sehr effektiv sein, oder? Hm? Oh, nicht sehr effektiv. Gut. Aber es war ein Volltreffer. Immerhin. Okay. Dann brühe ich aber das andere auch noch aus. Dann haben wir mal alles durch. Ich weiß halt nie. Ich meine, es ist vom Typ Gestein dann. Gesteinboden. Deswegen ist es... Boah, was ist denn das gewesen? Ich habe geschaut, nicht sehr effektiv. Vom Feuer eingeschlossen. Oh Mann. Sieht aber gleich ordentlich ab. Feuerwirbel. Oh, die Animation ist aber richtig geil. Vom Feuerwirbel. Doppelkick und weg. Danke, das war's. Guter Auftritt. Schön, dass ich dich leben habe lassen, Feuerwirbel. Das war einen Blick wert, garantiert. So, nun haben wir Level 29 für Jean-Claude. Also, bald haben wir ja, Stage 2 erreicht. Beziehungsweise, ja, die dritte Stufe eigentlich. Stage 2 vom Entwickeln her. Das ist dann die Finalstufe, mehr oder weniger, wenn man die Mega-Evolution weglässt. Und ich achte hier gar nicht mehr auf das Spiel, was könnte ich denn jetzt noch einsetzen. Ein Gramokles wird mir wahrscheinlich gleich untergehen, also ich greife lieber zu Gastanisch. Die ist mir dann doch ein bisschen sympathischer. Mal sehen. Lumastein. Hm, von welchem Typ bist denn du? Wenn ich das nur wissen würde. Okay, sehr effektiv. Ich meine, Gestein ist klar. Das ist auch Pflanze sehr effektiv. Die Frage ist halt dann immer, welcher zweiter Typ? Und hat das dann eine Abschwächung gegen Pflanzenattacken, von Pflanzenattacken zur Folge? Und so weiter, also. Nun gut. Ich habe schon gelesen auch von meinen Abonnenten, die kennen sich da echt besser aus, die kennen von allen Typen. Oh, hier kann ich seitlich vorbei. Die kennen auch von allen Typen, von allen Pokémon, den Typ und auch das alles, was dazugehört. Also richtig eingefleischte Pokémon-Fans, würde ich jetzt mal sagen. Und das erfordert ja, schon eine ganze Menge Zeit, bis man das hier hinbekommt. Beachtlich. Das auf jeden Fall, denn sowas lernt man nicht in 2 Tagen. Und ich merke auch, wenn ich mich da hinsetzen würde, das merkt man sich nicht. Das kommt mit der Zeit. Auf der anderen Seite, ich weiß ja auch nicht, was ich in Zukunft erwarten werde, welche Typen. Ich will aber jetzt auch nicht, dass mein Jungle hier stirbt. Also überlebe mir die nächste Attacke. Okay, es kommt zu keiner nächsten Attacke. Im Moment noch.
Also gut. So, ist schon besiegt. Okay. So geht's auch. Hier kann ich jetzt aber gar nicht hoch, oder wie? Hier kann ich nicht seitlich vorbei. Nein, das war eine Sackgasse. Haben mich wieder auf eine Fährte falsche locken wollen. Haben sie auch geschafft. Jetzt muss ich hier seitlich vorbei. Gut. Wie viel ist denn eigentlich noch übrig? Kommt es jetzt schon zum Arenaleiter? Ich schätze mal maximal ein Kampf noch. Ja, dieser Wanderer hier. Könnte ich auslassen, aber... Arena-Kämpfe will ich dann immer alle machen. Das ist mal klar. Denn hier kommt die Spannung auf. Hier geht es wirklich zur Sache. Hier weiß man, für was man kämpft. Und wir haben einen Wanderer noch vor uns. Mit einem Rehorn. Das tut jetzt aber weh. Das tut wirklich weh. Doppelkick. Ich hoffe es mal. Denn... dass der jetzt mal eine Attacke überlebt. Ja, ich habe mir was gedacht. Ich brauche zwei Megakicks. Das Rehorn an sich hat schon sehr viele HP. Auch wenn es auf niedrigem Level noch ist. Und Jungglut schafft es. Initiative sinkt. Aber mit Temposchub kriegen wir es wieder hin mit der versteckten Fähigkeit. Und jetzt geht's zur Sache. Komm schon. Mach das Teil hier fertig. Jawohl. Traumhaft. So, zwei Pokémon noch übrig. Was setzt der Wanderer als nächstes an? Ja, Temposchub ist sehr, sehr gut, aber leider sagt die HP-Anzahl was anderes und ich weiß nicht mal, was das hier ist. Nassknet. 52 HP noch für Gestarnisch. Dann werde ich die mal ein bisschen anbaggern, die HP hier. Und ein bisschen was einstecken. So, was bist du? Okay, das Pokémon hat es schon gegeben, kenne ich nicht. Was bist du jetzt? Gestein? Reingestein? Reingestein? Ja, könnte sein. Donnerwelle. Oh nein, vor allem nicht bei ihm hier. Das ist ganz schlecht für den weiteren Verlauf. Ich muss noch ein Pokémon hier ausschalten. Okay, Tackle zieht nicht viel ab. Ah, Gott sei Dank nicht paralysiert. Das hätte sehr, sehr wehtun können, wenn das sehr blöd verlaufen wäre, hätte ich hier auch noch drauf gehen können. Natürlich, mit dem Trank hätte ich mich noch retten können. Hätte ich auch getan, aber... ohne Tränke ist er schöner weiterkämpfen. Also, wirklich was erwarten kann ich hier jetzt zum Glück nicht mehr. Und das bedeutet für uns den Sieg. Das Onix wird mich auch nicht mehr down kriegen. Da kannst du jetzt auch schon paralysiert sein. Das wird nichts mehr. Du hast einfach zu wenig HP. Sieht man auch immer geil. Wenn das schnell runtergeht, die HP-Anzahl, dann hat das Vieh sowieso wenig HP. Und wenn es ganz langsam runtergeht, wie bei zum Relaxo zum Beispiel, auf einem höheren Level, dann hat das schon so viele HP. Und das dauert halt dann. Gut, wir haben den Gipfel erklimmen können. Und ich würde sagen, ich heile mich mal kurz, denn sonst habe ich hier gar keine Chance. Bis gleich. So, da sind wir wieder hier ganz oben angekommen und wir fordern diesen Trainer, diesen Arenaleiter hier zu einem besonderen Pokémon-Kampf um einen Orden heraus. Ich habe dich schon erwartet, also jetzt nicht dich im Speziellen, aber eben einen würdigen Herausforderer. Meinen Hals, meine Arme, meine Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir, verzweifelt wie ich war. Aber nun bist du da. Du hast die Steilwände bezwungen, ganz allein. Das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit einem langen Hals so wie mit meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicherlich von Vorteil, aber beim Pokémon-Kampf, wir werden es gleich sehen. Wir werden es wirklich gleich sehen. Wer hat die längere Hand hier am Button, am Siegbutton versus Lino? Eine Herausforderung von Arenaleiter Lino. Oh ja, das haben wir selber zur Verfügung. Und da ich jetzt heilen war, sehe ich gerade, jupp, das ist an erster Stelle. Ach, das ist schwierig. Ich kann nur Bodycheck machen. Donnerwelle kann das, okay. Sowas kann ich nicht. Ich werde auf jeden Fall mit Bodycheck hoffentlich angreifen. Jawohl. Ja, super. Nicht sehr effektiv. Okay.
Also was dann? Dann bin ich hier schon aufgeschmissen. Das andere wird erst recht nicht effektiv sein. Und das fetzt mich weg. Das war's. Hätte ich doch lieber gewechselt. Es ist halt vom Typ Steineis und ich bin anscheinend noch in einem blöden Level. Steineis müsste eigentlich... Gutexo wird wahrscheinlich auch einen Felsgrab abkriegen und den wird er hoffentlich überleben, aber... Naja, Frage ist halt, ich probiere mal einmal Glut. Das müsste normal effektiv sein. Es ist Steineis, gegen Eis effektiv und gegen Stein nicht sehr effektiv. Ja, so ist es. Nur leider bringt mir das genau gar nichts weiter. Oh Mann. Ich habe geglaubt, ich bin überlevelt. Ah, Drachenwut. Die Paralyse ist echt ein Horror hier. So, nicht sehr effektiv, das ist natürlich klar und auch gut. Drachenwut geht durch. Und jetzt muss es fast down gehen. Okay, es geht nicht down. Kann ich irgendwie eigentlich Paralyse heilen? Ja, vielleicht jetzt besser nicht. Dann hau nochmal Glut rein. Hypertrank! Oh mein Gott. Nicht so toll. Jetzt reicht Glut natürlich nicht. Jetzt brauche ich noch zweimal Drachenwut. Das ist natürlich ganz schlecht. Aber zum Glück auch nur ein Aurora-Strahl. Oh Mann. Gut, Drachenwut, auf geht's. So, einmal noch und dann war's das. Glut wird wahrscheinlich zu wenig sein. Das fordert hier eine Menge AP hier. Dürfte sich auf den weiteren Kampfverlauf hier nicht wirklich auswirken. Ah, paralysiert, war klar. Aber ich brauche leider Drachenwut, es geht nicht anders. Felsgrab. Überleb, überleb. Ja, shit. Oh nein, er war gnädig zu mir. Er hat sich gespielt mit mir, er hat mich ausgelacht. Nicht die feine Art. Wenn sich der jetzt nochmal heilt, bin ich im Eimer. Ja, Amokless. Probieren wir es mal. Irgendwie wird das schon schief gehen. Der Trainer, ich sehe ihn jetzt schon, Hypertrank einsetzen. Verfolgung. Probier mal. Oh, nicht sehr effektiv und trotzdem schon fast down. Na, das bringt mal gar nichts. Also jetzt bin ich so ziemlich im Eimer. Einmal noch überleben. Ja, kein Volltreffer. Perfekt. Gut, Angriff sinkt. Ist mir auch egal. Ja, der Schneider. Ja, Rocklaw. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, ich kann nichts machen. Geh down. Du hast dein Bestes gegeben, aber mit Level 19... Und den Attacken ist nichts zu reißen. Ganz einfach. Okay, die Sparvariante war schon mal ein Fehlschlag. Ah, Level 29, Level 20. Komm schon, wie schaffst du es ja auch? Einmal Konfusion rein. Oder ein Psi-Strahl. Psi-Strahl ist stärker. Das wird schon down gehen, hoffentlich. Ich bin sogar schneller. Ja. Wir haben auch damals gesehen, wie ich mein Amarino bekommen habe. Das war sehr, sehr langsam. Also. Sie auch mit Level 21. Ja, brauchbar. Will ich jetzt mal hoffen und behaupten. Junkloot Level 30. Balgoras. Oh, das ist das andere Fossil hier. Das war Drache Gestein. Drache Gestein. Vorher ist, glaube ich, schlecht. Drachenmut habe ich schon verbraucht. Gegen Drache sowieso. Ja, das ist eigentlich egal bei Drachen. Es zieht immer 40 ab. Da musst du jetzt durch, Psiau. Komm, verwirr denn. Beziert's aber was? Ich habe schon wieder vergessen. War nicht schlecht, glaube ich. Konfusion, komm. Verwirren. Ja, perfekt. Komm. Das kannst du packen. Ja, es ist verwirrt. Na super, ist jetzt aber trotzdem besser. Na gratuliere. Und down, na toll. Absoluter Fail hier. Dabei ist meine Taktik so gut aufgegangen und dann sowas. So, Junkloot, du darfst mir jetzt nicht mehr sterben. Du musst hier rein und das hier zu Ende bringen. Und ich habe keine Ahnung. Doppelkick, machst du irgendwas? Reißt du hier überhaupt irgendwas? Jawohl. Jawohl, das hat aber sehr gut funktioniert. Game over. Okay. So, was ballert er jetzt raus?
Oh, das war's schon? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich ein bisschen... Oh. Vor mir ragt eine Ehrfurcht einflößende Steilwand empor. Und diese Steilwand bist du. So fühle ich mich gerade. Oh Mann. Manchmal kann man sich noch so sehr strecken, doch sein Ziel erreicht man trotzdem nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Man darf nie aufgeben, egal wie steil die Wand oder wie stark der Gegner auch sein mag. Das ist mir bewusst geworden, als ich dich und dein Team in Aktion gesehen habe. 6 Pokémon waren halt doch irgendwie zu viel. Ich sollte vielleicht mehr fangen. Ihr wollt noch hinaus und ihr könnt es schaffen. Dafür möchte ich dir den Wallorden verleihen. Orden Nummer 2. Arena-Kampf. Der zieht noch ein bisschen. Mit dem Wallorden gehorchen die ab jetzt alle Pokémon bis Level 40 sogar per Tausch, die man erhalten hat. Oh, und das ist noch für dich. Natürlich auch TM4 VM04 Stärke können wir auch jetzt verwenden. Felsgrab, yo, die ist cool. Auf den Gegner werfen, damit mehr Schaden zufügen, sondern auch seine Bewegungsfreiheit einschränken und seine Initiative senken. Ja, ist nicht schlecht. Du bist jetzt ein wahrer Meisterkletterer. Keine Felswand kann dich mehr stoppen. Doch was bringen dir lange Arme und Beine, beziehungsweise deine Fähigkeiten in anderen Bereichen des Lebens? Das ist jetzt die Frage. Du musst dir zusammen mit deinem Pokémon überlegen, wie du ihre Talente fördern kannst, damit ihr immer gemeinsam lächeln könnt. Irgendwie schade. Ich hatte mir da vom Arena-Leiter zumindest mehr Pokémon erwartet. Vom Level her war es okay. Ich wusste, ich bin überlevelt. Also ich werde jetzt in den Routen weniger leveln, garantiert. Denn ansonsten ist Game Over. Aber nicht für mich, sondern für die anderen. Und das ist zu sehr Game Over. Wieso rutsche ich hier runter? Wir wollten eigentlich oben bleiben. Wir müssen natürlich durch die Höhle durchsurfen. Habe ich noch nicht. Ich kann nirgends hin surfen. Fahrradrennen kann ich mir wahrscheinlich auch nicht anmelden, oder? Hallo und willkommen. Wie wäre es mit einem frischen Sprudel? Sollte man auf jeder längeren Reise dabei haben. Eine Flasche für nur 300 Pokédollar. Ein Dutzend? Ja, eine Flasche. Bitte sehr. Hier hast du deinen Sprudel. Okay, weiß man nie, ob man sowas braucht. Früher brauchte man ein Getränk in der ersten Gen, um nach Sephiroth City, was glaube ich, zu kommen. Und vielleicht braucht man das hier auch. Also, Getränke können nie schaden. Ich skate lieber, als mit dem Fahrrad zu fahren. Yeah. Wo geht's denn hier hin? Zubat Nest. Bin ich nicht hierher gekommen? Nein. Nein. Ach so, ja, natürlich Stärke beibringen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Und ich sollte vielleicht vorher noch im Poké-Center heilen gehen? Vielleicht doch nicht. Die zwei reichen schon. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe den Arena-Leiter so spannend wie möglich gemacht. Aber er hat uns die Spannung sehr schnell rausgenommen. Trotzdem war es schon ein sehr, sehr guter Kampf. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Y.